So habe ich es gern. Vielen Dank, Stefan Kulle. Ja, wir könnten über eine Menge Themen reden heute hier, die im Parlament besprochen werden. Beispielsweise über den nationalen Bildungsbericht, der diskutiert wird. Wir könnten über aktuelle Stunden zum Thema Lobbyismus reden, über Myanmar, wozu es auch eine aktuelle Stunde geben wird. Wir könnten über Änderungen am Abgeordnetengesetz sprechen, wo es um Ordnungsgelder geht. Aber die Lage ist klar. Wir müssen weiter reden über Corona und die Folgen und die Maßnahmen dagegen. Und da war das Stichwort schon genannt von Stefan Kulle. Es geht um die Fortgeltung der epidemischen Lage nationaler Tragweite, was wiederum ein Gesetzentwurf ist, der hier eingebracht wird, der wiederum sich auswirkt auf eine ganze Reihe anderer Gesetze, beispielsweise das Infektionsschutzgesetz. Aber wir müssen natürlich auch reden über die Beschlüsse, die gestern getroffen worden sind in der Bund-Länder-Runde, die sich rund um die Bundeskanzlerin zusammengeschaltet hatte. Und wir wollen gucken, wie das eingeschätzt wird, auf der einen Seite von den Koalitionsfraktionen, aber auch aus der Opposition. Und ich freue mich, dass heute Morgen bei uns in Carsten Schneider, der erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, und live Erik Holm ist bei uns, der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion hier im Deutschen Bundestag. Einen guten Morgen Ihnen beiden. Herr Schneider, Ihr Fraktionsvorsitzender hat am Dienstag von berechtigten Wünschen der Bevölkerung und auch aus der Wirtschaft gesprochen und behutsame Öffnungen gefordert. Auf Nachfrage hat er dann auch gesagt, der Gesundheitsschutz spiele weiter auch eine große Rolle. Wo entsprechen die Ergebnisse von gestern Abend diesen Wünschen? Die sind weitestgehend darin abgebildet, weil wir jetzt das erste Mal eine andere Perspektive in der Pandemie annehmen können, nämlich nicht nur den Versuch der Isolierung von Menschen, indem man sie also keine Kontakte hat, bis auf den engsten Familienkreis, hin zu einer Öffnung von Schulen, Kitas und dem gesellschaftlichen Leben. Das Schritt für Schritt, je nachdem wie die Infektionszahlen sich entwickeln. Im Zweifel, wenn sie durch die Decke gehen sollten, wie wir es in Tschechien in Teilen ja sehen, dann auch wieder zurückzugehen. Aber ich glaube, dass wir mit der Möglichkeit, erstens viel stärker noch zu impfen in den nächsten Wochen, wir werden ja endlich genügend Impfstoff haben, wo der Hauptpunkt sein wird, kriegen wir die möglichst schnell auch verimpft. Und zum Zweiten auch mit einer durchdachten Teststrategie auch zu gucken, wo sind Infektionsherde. Und da kommen die Arbeitgeber auch in die Pflicht. Die werden das Ganze nämlich auch machen müssen und auch dafür die Kosten tragen. Herr Holm, die AfD war generell gegen den Lockdown, aber hat speziell ab Januar noch mal gefordert, jetzt müsse er endgültig aufgehoben werden, obwohl man ja auch auf der anderen Seite sagen muss, so ein richtiger Lockdown, so ein richtiger, wie man es beispielsweise in Frankreich hatte, ist das ja trotz allem nicht gewesen. Jetzt sind Öffnungsschritte skizziert, da müssten Sie doch einigen zustimmen können. Nein, damit sind wir ganz und gar nicht zufrieden. Wir sehen ja, dass dieser Lockdown weitergeführt wird. Wir sind jetzt bereits im fünften Monat dieses Lockdowns, und das noch mal bis Ende März weiterzuführen, das bricht vielen Unternehmen in unserem Land das Genick. Es ist ja immer eine Abwägungsfrage. Nun ist es ja mittlerweile zum Glück so, dass in den Alten- und Pflegeheimen weitestgehend geimpft wurde. Das heißt, auch dieser Grund fällt weg, denn die meisten Menschen sind ja in den Alten- und Pflegeheimen gestorben. Übrigens, auch das geht auf das Konto der Bundesregierung, die es nicht vermocht hat, wenigstens zur zweiten Welle dafür zu sorgen, dass in den Alten- und Pflegeheimen eine Teststrategie da ist, dass da wirklich immer geschaut wird, dass da keine Kontakte auftauchen mit infizierten Personen. Das hätte man frühzeitig machen müssen. So, und dieser Grund ist jetzt aber weggefallen, zum Glück der. Und deswegen ist es jetzt geboten, auch endlich die Wirtschaft wieder machen zu lassen. Wir sehen heute die Zahlen der Lufthansa, 6,7 Milliarden Verlust. Wir haben gerade 9 Milliarden investiert, davon ist also zwei Drittel schon wieder weg. Und die Briten, die haben jetzt ansteigende Buchungszahlen, die können wieder los, weil fast die Hälfte der Bürger dort, die sich impfen lassen wollte, auch geimpft wurde. Ich fasse mal zusammen oder ich versuche zu übersetzen. Sie sagen, Lockdown-Ende jetzt, sofort und auf der Stelle. Und das in einer Situation, wo wir heute wieder 11.000 neue Infektionszahlen haben. Also Infektionen. Die Zahlen sind stabil, aber wir sehen doch die Inzidenz. Nö. Die Inzidenzzahlen sind doch auch nicht sehr aussagekräftig. Man muss auf sie schauen, das ist aber ein schlechter Indikator. Denn je mehr wir testen, und wir wollen ja nun in eine Teststrategie hineinkommen irgendwann. Wir sehen ja heute, dass die Schnelltests noch nicht mal bestellt wurden von Jens Spahn. Also auch da Versagen der Bundesregierung. Aber wenn wir mehr testen, finden wir auch mehr Fälle. Das heißt, die Inzidenzzahlen bleiben per se hoch. Dann haben wir die falsch positiven Fälle. Mhm. Also es wird immer eine höhere Inzidenz geben. Wir können uns auf diese Basis nicht versteifen. Deswegen machen wir jetzt auch eine Gesetzesänderung, um darauf einzugehen, im Bundestag, wo wir die Befragung jetzt gleich in der ersten Lesung, also in der zweiten, dritten Lesung zum Infektionsschutzgesetz, wo wir weitere Aspekte einbeziehen können. Die Inzidenzzahl ist nicht der einzige Wert, der eine Berücksichtigung findet bei der Frage, was wird geöffnet, was nicht, sondern ist auch die Frage der, wie viele Leute sind in den Krankenhäusern, wie hoch ist die Intensivbettenbelastung, wie viele der über 80-Jährigen sind geimpft, auch der zwischen 60 und 80-Jährigen. Und da kommen wir jetzt einfach in ein viel besseres System, denn Herr Holm hat recht,
den Großteil dieser Gruppe ist jetzt geimpft und dementsprechend wird die Rate, die Todesfallrate sinken. Nichtsdestotrotz bedeutet diese Krankheit auch für einige Junge, sieht das in Großbritannien, eine große Gefahr. Und deswegen kann man das auch nicht kleinreden, sondern muss behutsam vorgehen. Jetzt sagen Sie, die Inzidenzwerte spielen nicht die entscheidende Rolle, aber nun haben wir gestern diese schöne Grafik gesehen, die auf einen DIN A4-Zettel passt, die Öffnungsschritte, die fünf, die jetzt folgen sollen, und oben drüber waren ausschließlich immer die Inzidenzwerte als Orientierung für die nächsten Schritte, die kommen sollen. Also ganz so ist es ja nicht, dass es keine Rolle mehr spielt. Das ist auch nicht die entscheidende und alleinige Rolle, sondern es gibt eben weitere, auch den R-Wert. Wir machen jetzt das Gesetz im Bundestag, und das ist maßgeblich. Ich bin mir auch sicher, dass regional immer sehr genau geschaut werden kann und auch muss, welche Maßnahmen entschieden werden. Ich nehme mir ein Beispiel. Bei mir in Weimar waren die Inzidenzzahlen immer sehr gut, um die 70 rum. Dann hat mir ein Ausbruch in einem privaten Träger eines Pflegeheims mit 30 Todesfällen, und auf einmal ist jetzt durch die Decke gegangen bei den infizierten Zahlen. Das war aber lokal begrenzbar, und deswegen, das sind die wichtigsten Orientierungspunkte, aber sie sind nicht die einzigen, das wollte ich damit sagen. Wir werden noch einige Zeit aufeinander aufpassen müssen, auch Abstand halten müssen. Ich schätze bis zum Juni in dem Dreh herum, und das Entscheidende ist jetzt impfen, impfen, impfen. Herr Holm, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wo denn die Partei oder wo Ihre Fraktion inzwischen angekommen ist, was den Erkenntnis angeht, ob wir hier eine Pandemie haben oder nicht. Weil man hört immer wieder einzelne Stimmen, auch aus Ihrer Fraktion, die sagen, ja, Covid-19 ist da, aber eine Pandemie ist es nicht, und dramatisch ist es schon gerade gar nicht, weil hat es vergleichsweise mit den Grippewellen auch immer gegeben. Wie ist der Stand der Dinge bei Ihnen? Also es kann ja niemand von der Hand weisen, dass es sich um eine Pandemie handelt. Die Frage ist, wie man damit umgeht, und da macht die Bundesregierung aus unserer Sicht viele, viele Fehler. Oder kommt überhaupt nicht voran. Sie haben das Thema Impfen angesprochen. Jens Spahn hatte ja immerhin versucht, möglichst schnell an Impfstoffe zu kommen. Da ist ihm die Kanzlerin in die Parade gefahren, sodass wir jetzt immer noch warten auf die Impfdosen, die wir eigentlich bräuchten, damit diejenigen, die sich impfen lassen wollen, auch schnell geimpft werden können. Wir hängen doch völlig hinterher. Die Briten, wie gesagt, haben jetzt über ein Drittel schon geimpft. In Israel sind es über 50, ich glaube fast 60% mittlerweile. Wir stehen bei 5. Selbst Marokko hat uns abgehängt mit 10% Impfquote, die doppelte Impfquote in Marokko. Das kann es doch wohl nicht sein. Und wenn wir mehr Leute geimpft hätten, dann könnten wir natürlich auch etwas mehr lockern als das, was jetzt geplant ist. Die Tests sollen jetzt quasi der Türöffner sein für weitere Öffnungsschritte. Es soll schnell getestet werden, es soll auch kostenlos getestet werden. Dann kommen die Selbsttests in absehbarer Zeit angeblich noch dazu. Was macht Sie so sicher, dass das Ganze funktioniert? Weil da sind ja doch Täuschungen und Schummeleien, die durchaus Tür und Tor geöffnet, insbesondere bei den Selbsttests. Andersrum gefragt, wie wollen Sie sicherstellen, dass das tatsächlich alles mit rechten Dingen zugeht? Oder wie wollen Sie es überprüfen und kontrollieren? Ja, wir sind ein freiheitliches Land mit einer Verantwortung des Einzelnen auch. Und ich setze auch die Verantwortung jedes Einzelnen in Deutschland. Sonst hätten wir mit 84 Millionen Menschen auf so engem Raum, wie wir leben, auch diesen Lockdown gar nicht überlebt, im Sinne von politisch und auch gesellschaftlich. Und diese Selbsttests, da werden Sie sehen, wenn Sie den nutzen, den wird es im Handel geben, ob Sie infiziert sind oder nicht. Und da gehe ich mal, so wie ich die Bevölkerung in Deutschland kenne, bei 9 von 10 davon aus, sehen Sie, sie sind krank, sie sind infektiös, dass sie sich dann auch einen PCR-Test, dass der weitergehende Test machen und auch krankschreiben lassen oder isolieren. Dann vielleicht gibt es ein oder zwei, die das nicht tun, aber die müssen sie im Zweifel im Kauf nehmen, weil wir können nicht die totale Kontrolle über alles haben. Wir werden damit schon viel, viel mehr Infektionen oder infizierte Menschen entdecken können, die sich selbst auch und damit auch diese Ketten durchbrechen. Ich bin jedenfalls dagegen, dass wir hier ein Regime aufziehen, wo man sich quasi nur noch, also nicht auf die Eigenverantwortung auch setzt. Und der zweite Punkt ist, es wird diese Selbsttests nochmal geben, also die auch von den Unternehmen dann gemacht werden, die, wo man auch ein Zertifikat letztendlich kriegt von einem Testzentrum. Die werden mehr Sicherheit geben und die werden auch eine Garantie sein können, dass man sich im öffentlichen Raum, vielleicht in Geschäften und anderswo besser bewegen kann. Sie haben das in Teilen schon angesprochen. Wie würde denn Ihre Strategie aussehen für die nächsten Wochen und Monate? Wir müssen jetzt endlich dafür sorgen, dass die Unternehmen wieder arbeiten können. Das tun sie überwiegend. Da sprechen Sie jetzt etwas sehr gelassen aus, was andere nicht so gelassen nehmen können. Schauen Sie, die ganze Industrie arbeitet. Es arbeitet die Industrie, aber es gibt doch viele Mittelständler, die nicht arbeiten können. 750.000 Unternehmen sind von der Insolvenz bedroht. 750.000 Unternehmen. Das muss man sich vorstellen. Das Thema Tourismus ist zum Beispiel hier in dem Papier überhaupt nicht adressiert. Bei mir in Mecklenburg-Vorpommern haben wir
Inzidenzen in meinem Wahlkreis von unter 30. Die dürfen nicht aufmachen, die Hoteliers, die Gastronomen. Keine Chance. Mhm. Nach Mallorca kann man fliegen, bei uns darf man keinen Urlaub machen. Mhm. Das ist doch völlig irre, sowas. Jetzt haben Sie den Zustand beschrieben. Die Frage war, was würden Sie machen? Wir wollen öffnen, das ist ganz klar. Wir müssen den Unternehmen jetzt Gelegenheit geben, wieder arbeiten zu gehen. Natürlich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, das ist völlig klar. Und wir brauchen die massive Teststrategie. Wo bleiben denn die Tests, die noch nicht mal bestellt sind? Das ist tatsächlich ja ein richtiger Weg, den wir gehen müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir Infektionsketten durchbrechen. Das geht natürlich über Tests. Dann müssen wir aber auch die Inzidenzzahlen nicht als absolut setzen. Und die tauchen hier fast 20 Mal drin auf. Wir müssen dann die Inzidenzzahlen auch in Beziehung setzen zur Anzahl der Tests. Nur dann bekommen wir ein reales Ergebnis, auf das wir bauen können. Okay, da haben wir, glaube ich, irgendwie so viel Dissens in der Summe dann überhaupt gar nicht. Reden wir über den Gesetzentwurf zur Fortgeltung der die epidemische Lage von nationaler Tragweite betreffenden Regelungen. Ich habe schon gesagt, Infektionsschutzgesetz ist betroffen, Sozialgesetzbuch 5 und 11, das Pflegezeitgesetz, Bevölkerungsschutzgesetze zudem und einige andere mehr. Warum ist das nötig, was Sie da heute machen wollen? Weil wir die Feststellung der epidemischen Lage, das macht ja der Bundestag, muss jetzt wieder neu festgestellt werden, weil sie ist bis Ende März befristet oder nur bis dahin entschieden worden. Wir brauchen aber aufgrund der Situation eine Verlängerung. Wir haben dieses Gesetz nochmal in vielen Punkten angeschärft, auch bei der Frage, nach welchen Kriterien können dann oder welche Werte neben den Inzidenzen sind hinzuzuziehen, um Grundrechtseinschränkungen in Kauf zu nehmen oder auch anzuweisen oder auch hinzustellen. Das macht es rechtssicherer und es ist der Ordnungsrahmen für die Seuchen- und Pandemiebekämpfung. Von daher, dieses Gesetz ist notwendig, ist wahrscheinlich eines der wichtigsten, was wir in diesem Jahr in diesem Bundestag noch beschließen wird. Und wir haben eine Evaluierung auch noch mit drin für den nächsten Bundestag. Wo manche sagen, die kommt eigentlich zu spät. Ja, ich meine, das muss man mit Augenmaß und auch mit genügend Sachkenntnis dann auch machen, wenn man darüber den Weg ist, um für die Zukunft zu lernen. Ich glaube, wir sind mitten noch in einem Lernprozess. Da sind einige Fehler gemacht, wollen wir überhaupt nicht bestreiten. Und die werden wir auch für dieses Gesetz und eine Evaluierung für den nächsten Bundestag quasi mit einbringen. Weil wir bei der solchen Bekämpfung, glaube ich, mit dieser starken, die wir hier hatten, einiges noch lernen müssen. Fortgeltung der epidemischen Lage, richtig oder falsch, Herr Holm? Wir haben eine epidemische Lage, das ist durchaus der Fall, aber was wir beschließen sollen, das führt natürlich zu weit. Ich habe es angesprochen, wir müssen jetzt in die Öffnung hineingehen, wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die betroffen sind von dieser Pandemie, geschützt werden. Das ist in den Alten- und Pflegeheimen, dort, wo die meisten Menschen gestorben sind, geregelt. Also das brauchen wir nicht mehr, wir müssen jetzt eine Öffnung hinbekommen, deswegen lehnen wir das auch entsprechend ab. Würden Sie es anders formulieren? Würden Sie andere Vorgaben machen zu dieser Fortgeltung, zu diesem Gesetzentwurf, der da heute beschlossen werden soll? Oder würden Sie generell sagen, irgendwie brauchen wir gar nicht? Nein, die brauchen wir nicht so festgestellt, weil wir glauben, dass es jetzt Zeit ist, die Grundrechte wiederherzustellen. Wir erleben ja jetzt ein völliges Überschießen auch des Staates in vielerlei Hinsicht. Wenn wir uns die Dinge anschauen, die draußen passieren, da sind Jogger unterwegs auf freier Strecke, die werden angehalten, weil sie keinen Mundschutz tragen und so weiter und so fort. Wir haben so viele Dinge, die falsch laufen und ich glaube, das brauchen wir jetzt einfach nicht mehr. Wir brauchen eine Öffnung, damit unsere Unternehmen wieder arbeiten können, die nämlich genau das finanzieren, auch das Gesundheitswesen, das wir im Moment so stark brauchen. Abschließend, denken Sie beide, dass die Beschlüsse von gestern eher ein Signal sind an die Bevölkerung, dass sie sich wieder entspannter und lockerer verhalten können, auf Abstände nicht mehr so achten müssen, weil die Politik ja Lockerungsschritte gehen will? Oder denken Sie, dass die Leute so vernünftig sind, dass sie sagen, okay, verstehe, ich muss mich zusammenreißen, irgendwie dann erreiche ich das und das? Ich hoffe das sehr, denn wir haben im Freien kaum Infektionen. Deswegen ist der Punkt mit den Joggern, dieses Beispiel würde ich bestätigen, das ist Quark. Das sind aber Übersprungshandlungen, die dann auch von den Gerichten im Zweifel zurückgezogen werden oder von den politischen Verantwortlichen. Und wir brauchen aber insbesondere, um die Schulen offen halten zu können, die ja im Innenraum stattfinden und für die Bildung der Kinder ist es entscheidend, dass sie es können, brauchen wir gerade im Privaten keine Partys, keine Feiern, Abstand halten, dann schaffen wir es in 3 Monaten auch. Ich bin gestern Abend auch wieder eine Runde gelaufen, ich bin nicht ein einziges Mal angehalten worden, übrigens seit über einem Jahr, habe aber gestern wieder große Gruppen zusammensitzen sehen und zusammenstehen, sehr eng, sehr nah, sehr dicht und habe mich dann schon gefragt, ob die Botschaft, die da gestern später im Laufe des Abends dann gekommen ist, vielleicht dann doch die richtige ist. Was ist aus Ihrer Sicht die Botschaft von gestern?
Das ist eine gute Frage. Dazu müsste man erstmal durchsteigen, was da an Beschlüssen gefasst worden ist. Da muss man ja schon sehr, sehr lange studieren. Und Otto Normalbürger kann das gar nicht nachverfolgen. Das geht gar nicht. Dafür hat Otto Normal und uns unter anderem, aber gut. Ja, aber Sie sehen es doch. Also diese Seiten, die wir hier lesen, wir sehen diese Riesentabelle, die niemand versteht. Der Bürger kommt doch gar nicht mehr mit diesen ganzen Regelungen. Er kann das gar nicht nachverfolgen. Der muss günstigstenfalls den ganzen Tag überarbeiten. Also gar keine Regeln mehr. Was heißt Regeln? Wir brauchen natürlich Regeln, aber wir können diese Strategie nicht weiter fortsetzen. Das ist klar. Wir brauchen jetzt wieder Freiheit für die Bürger, Freiheit für die Unternehmen. Abstands- und Hygieneregeln sind natürlich einzuhalten. Das ist auch wichtig. Jetzt ist unsere Zeit zu Ende. Ich hätte gerne noch über den ständigen Epidemierat mit Ihnen gesprochen, aber das haben wir nicht geschafft. Holen wir vielleicht irgendwann mal nach. Also klingt so ein bisschen nach Pandemierat, den auch die Grünen wollen und ähnlich. Herr Schneider, vielen Dank, dass Sie heute Morgen hier waren. Sie müssen reinflitzen. Auch Ihnen vielen Dank, Herr Holm.